Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ich kündige das immer so sensationell an, aber es ist ja eigentlich nicht so das große Wunder, was ich hier zeige. Ich erfinde ja das Spiel nicht neu. Huch. Weil dieses Spiel ist ja schon des Öfteren mal vorgekommen. Aber was anderes als Varo, was zurzeit kommt. Denn Varo finde ich persönlich eigentlich ein richtig geiles Spielmodi. So diese Hunger Games und so weiter, das finde ich schon ganz cool. Du musst was schaffen, damit du dich verteidigen kannst. Und so weiter. Jetzt habe ich natürlich wahrscheinlich das falsche Werkzeug genommen. Viele von euch werden jetzt wieder sagen, so ein Trottel. Aber macht nichts, ich fange ja erst an. Das ist jetzt hier meine dritte Folge von Minecraft und... Oh. Ich würde sagen, mein Baum fällt auseinander. Ey, geil! Rote Pilze. Nein, pass auf, nachher sind es giftige Pilze. Macht nix. Auch giftige Pilze schmecken. Manchmal. So, es läuft ja, fährt ja gerade ein Auto lang. Ich weiß nicht, ob du das hören kannst. Was auch nicht gerade leise ist irgendwie, habe ich das Gefühl, dieses Auto. So, jetzt müssen wir hier nochmal schauen. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert. Nach wie vor bin ich hier am Rendern. Also ich mache hier gerade so eine kleine Aufnahmesession. Mache hier so mehrere Dinger. Ich weiß es, ich glaube, ich werde so 10 Folgen oder so, werde ich mich mal dran versuchen und dann werde ich halt entscheiden, wie die Reaktion von euch ist, die Klickrate, ob euch das gefällt überhaupt, was ich hier mache oder ob das überhaupt keinen Nährboden hat. Das weiß ich natürlich nicht, weil nachher sagt ihr euch, hier so ein Pfosten, so Trottel, brauchen wir nicht. Dann ist es halt so. Nur dann weiß ich das, dass ich nicht so wirklich gefragt bin mit Minecraft. Oder vielleicht kriege ich ja auch richtig geile Resonanz. Also bisher habe ich eure Kommentare natürlich noch nicht gesehen, ganz klar, weil die sind ja erst später gekommen. Aber ich werde mit Sicherheit darauf geantwortet haben, auf die Kommentare, und zwar auch in schriftlicher Form, weil ich lese ja immer ganz gerne die Kommentare. So hin und wieder kriege ich ja einen Kommentar und da bin ich auch echt stolz drauf. Und ich genieße das auch immer. Wenn ich Kommentare lese, das genieße ich immer. Ach, der ist so weit weg, deswegen. Nee, das genieße ich immer. Also Kommentare finde ich eigentlich ganz cool. So, ich weiß, ich bettle ziemlich viel um Kommentare, aber ich brauche Feedback. Ich brauche Feedback für dieses Spiel und zwar genau von dir. Denn du bist hier im Moment so der Geschichtenerzähler, der mir ganz, ganz viel beibringen kann über dieses Spiel. Und deswegen brauche ich wirklich deine Hilfe, ehrlich. Ich brauche die Hilfe, damit ich weiß, wie dieses Spiel kommt. Wie dieses Spiel überhaupt so funktioniert, wie das läuft. So, jetzt haben wir doch schon mal ein bisschen was freigeschaufelt. Jetzt müssten wir der hier eigentlich noch. Und dann haben wir schon mal erstmal genug Platz fürs Haus, würde ich sagen. Und dann... Doch, das lassen wir erst noch mal stehen. Doch, das machen wir auch. Das lassen wir stehen. Und dann nehmen wir den jetzt hier weg. Aber erstmal müssen wir... Hallo? Lass mich mal hoch, danke. Erstmal müssen wir hier oben unser Zeug wieder abbauen. Wird's Nacht? Es wird wieder Nacht. Dann würde ich sagen, bauen wir unser Zeug doch nicht ab. Schade, ich dachte eigentlich, das bleibt noch ein bisschen Tag. Oh Mann, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich voll blöd. Das ist natürlich voll blöd. Das ist mega blöd. Wenn es jetzt doch nochmal Nacht wird, dann muss ich ja nochmal eine Runde ausharren hier. Ich würde ja schon ganz gerne, pass mal auf, solange wie es noch hell ist, machen wir das mal anders, solange wie es noch hell ist, können wir jetzt zumindest schon mal anfangen, hier zu begradigen. Aber womit? Womit? Natürlich. Ja, muss ich wieder hoch mit einer Schaufel. Trottel. Jetzt sage ich schon selber Trottel zu mir, aber so bin ich, weil... Verzeiht's mir, wie gesagt, ich bin erst neu hier bei Herrn Minecraft.
Ne, können wir auch Stein nehmen, ne? Stein, zack, haben wir einen Stein. Schaufel? Hallo Schaufel? Gibt's nicht. Stein, Erde, Schwarz, Ofen, Sand, Kohle, Eichenholz. Ich hätte ja gerne eine Schaufel. Wie macht man denn eine Schaufel? Bin ich jetzt doof? Das war doch so, oder nicht? Eigentlich muss das um eine Schaufel gehen. Oder bin ich dazu dusselig geradezu? Stock. Hä? Okay, dann weißt du was? Leck mich. Machen wir das halt alles per Hand. Ganz einfache Kiste. Nehmen wir das hier. Ich hätte ja schon ganz gerne Schaufel gehabt, weil ich kann mir vorstellen, dass das einfacher ist. Aber nö. Dann halt nicht. Das heißt, eigentlich, wenn ich jetzt hier zwei Stufen abtrage, zwei Etagen, dann kommen ja die Zombies ja auch nicht hoch, ne? Die Zombies, die nervigen. Zappa, zappa, da, 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 da. Aha, jetzt wird's langsam finster. Miss Finster, Miss Finster. Na gut, schafft man nicht alles, aber hätte klappen können. Ich glaube, ich muss gleich hoch. So, dann sehen wir wenigstens mal ein bisschen was hier. So. Ja, das ist halt so ein bisschen langwierig hier, ne? Aber das wisst ihr ja selber. Man braucht halt eben ein ebenes Gelände, um das man da vernünftig bauen kann. Gehört halt dazu. Tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen länger dauert. Bis ihr von mir was seht, aber ich bin mal so gespannt auf mein erstes Haus. Also, vielleicht, also es wird mit Sicherheit noch umgebaut, weitergebaut, erweitert. Natürlich. Ihr wisst ja, als Hausbesitzer ist man ja nie fertig. Fällt ja immer irgendwas an. Auch mitten in der Nacht. Das ist einfach so. Das Ganze nimmt doch schon so langsam, aber sicher Formen an. Aber ich warte darauf, dass hier irgendwann so die ersten Viecher wieder auftreten. Alter, ist das langwierig. Geht das auch schneller? Juhu! Zumindest schon mal den ersten Teil gerade gemacht. Ach so, da wo der Rasen ist. Ah, okay, das dauert länger. Vielleicht finde ich einen Schatz hier noch. Ist ja auch bald gepackt.
ich glaube, jetzt bin ich jetzt zwei hoch. Jetzt können die Viecher mir erstmal gar nichts mehr. Da ist zumindest mal so ein bisschen Chancen hier drauf. Vielleicht hätte ich auch einfach alles anpflanzen sollen, dass es dann genauso hoch ist wie hier oben. Aber ich kann ja im Endeffekt das Haus, man baut es ja sowieso auf den Sockel. Ja, Trottel. Runterhüpfen solltest du vielleicht nicht. Erde, zack. So. Na, kommen wir noch dran? Ja. So. Ich mache das mal aus sicherer Entfernung. Dann bin ich zumindest mal etwas geschützt vor den sich nähernden, vor sich der nähernden Bedrohung. Der was? Der sich nähernden Bedrohung. Alter, was ist das für ein Deutsch? Popovic! Sprich's richtig, Mann. Erst baue ich es ab, dann baue ich es wieder dran. Weiß auch nicht, was ich will. So, ich glaube, das reicht hier. Dann haben wir da eine kleine Wand. Oder? Wobei, ich könnte ja dann eine zweite Etage oder die zweite Etage dann ja da oben drauf bauen. Doch, das mache ich. Das ist glaube ich, cool. Ha, geht doch. Kommen wir dann noch irgendwo dran? Nee, nicht mehr. So, Rasen wächst auch schon nach. Das finde ich gut. So, dann machen wir das auch noch weg. Dann habe ich ja zumindest schon mal vorgesorgt hier. Das ist ja schon mal ganz geil. Dann muss dieser Baum, wenn es wieder hell wird, dann machen wir nur noch diesen Baum hier weg. Und dann können wir nämlich schon mal anfangen mit dem Grundgerüst. Das wäre jetzt falsch. Scheiße, das war falsch. Komme ich da selber nicht mehr hoch. Oh. Und schon komme ich wieder hoch. So, dann haben wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe vor den Zombolinovicis. Dann sollen die jetzt kommen und mich in Ruhe lassen. Ganz andere Kiste. Ja, aber wieso konnte ich das denn nicht mit der Schaufel machen, verdammte Hacke? So, die Erde. Die hauen wir jetzt hier erstmal in den Dutten. Da werde ich mit Sicherheit noch genug von haben. So, aber... Ach, gucke, da unten ist eine Spider. So, jetzt wollen wir erstmal schauen... Warum ich so dusselig bin? Aber nee, das ist ja falsch. Ich brauche ja einen Stiel. So, und dann brauche ich irgendwas für oben drauf. Stein geht auch nicht. Schere, Stein, Papier. Aber wieso, wenn ich jetzt... Habe ich was verpasst? Habe ich da jetzt was verpasst? Bin ich blöd? Oder bin ich nur zu dumm? Stock, ja. Bin ich jetzt zu blöd? Leute, ich habe doch letzte Folge oder... Hä? Was mache ich denn jetzt falsch?
Stein. Ich kann doch eigentlich mit Stein, kann ich mir doch auch Steinwerkzeuge bauen. Was ist das denn für ein Quatsch? Eichenholz, Schwarzeichenholz. Das wollte ich eigentlich lassen. Ofen, Stein, Truhe. Aber das ist doch ein Zaubertisch, ein Crafting Table. Richtig? Eigentlich schon. Eigentlich erstellt er ja was. Ach Quatsch, Erde. Dussel. Macht der auch nicht. Oder ist es das falsche Element? Eichenholzbretter. So, aus diesen Brettern machst du Stöcker. Und mit den Stöckern kannst du dann in Verbindung? Oder, habe ich da vielleicht irgendwas verpasst? Aber warum geht das nicht mit Steinen? Ach, ich muss die wahrscheinlich erst im Ofen brennen oder so, ne? Kann das sein? Jetzt bin ich eigentlich schon fast fertig. Na toll, du bist so dämlich, ey. Du bist so blöd. Warum schmeißt du die weg? So ist wieder Tag, aber hier sind gar keine Zombies gekommen. Pock. Oh, Musik. Oh, aua. Aber das tat doch weh. Na gut, dann machen wir es hier Kleinholz. Aber ich glaube, ich brauche tatsächlich erstmal noch Steine, ne? Weil ein Fundament baut man ja aus Stein, nicht aus Holz. Ja, super. Du bist so ein Trottel. Kann das bitte mal einer in die Kommentare schreiben? Poppy, du bist ein Trottel. Danke. Ich wäre da echt zu dankverpflichtet. Danke, danke, danke. Vielen lieben Dank. Schmeißt der die Spitzhacke weg. Oh Mann! Das geht ja gar nicht. Plock. 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 So, dann haben wir es ja auch gleich geschafft hier. Alter Verwalter. Oder es liegt daran, dass die Fackeln hier überall waren. Stimmt, am Boden die Fackeln, die habe ich gar nicht gedacht. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass keiner von den Zombies kam, weil hier eben, wie gesagt, diese Fackeln waren. Juhu! Plop, 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 plop. So, wir brauchen noch die Schaufel. Das Essen kann ich ja dann doch erst nochmal dahin packen. Na, Alter, das geht doch viel einfacher jetzt hier. Wunderbar. Wunderbar. Kann man die Bäume eigentlich auch fällen, indem man sie untergräbt? Das wäre natürlich nochmal schön, ne? Wenn man so einfach unten drunter buddeln könnte. Und die dann einfach umkippen würde. Würden. So. Das ist, glaube ich, alles Erde, was ich hier ansammle. Ne? Genau, das braucht man natürlich eigentlich gar nicht, aber egal. Egal, egal, egal. So, jetzt müssen wir natürlich nochmal gucken. Ja, schön wäre es gewesen, aber wir müssen schauen.
Was war das? Was war das für ein Geräusch? Das ist die Erde da oben, ne? Fällt die nicht auch irgendwann runter? Das ist ja geil, die Erde schwebt weiterhin in der Luft. Mega. Patsch. So, Setzlinge können wir gut gebrauchen. So ist natürlich die Sache. Es ist natürlich die große Sache. Was machen wir da? Was machen wir da? Was machen wir da? Wir gehen. Kann ich hier runterspringen? Ja, ne? Okay, fett, eine Kuh. Das ist ja fett, der Timer ist abgelaufen. Da ist eine Kuh. Ich brauche, genau, ich brauche das hier nämlich. Steine brauche ich. Unbedingt. Denn ohne Steine habe ich eigentlich keine Chance. Und oh, ich muss was essen. Und vor allem, ich muss, glaube ich, auf Tierjagd gehen. Denn irgendwann ist mein Futter ja auch vorbei und ich muss Nahrung haben, sonst verrecke ich ja an der Nahrungsknappheit. Dann wird verhungert. Das wollen wir ja auch nicht, ne? Tja, ist natürlich jetzt die Frage auch, was ist denn im Inneren des Berges? Aber ich würde sagen, ja, ich baue einfach erstmal fleißig hier ab und dann sehe ich, was passiert, ne? Wie würdest du denn vorgehen? Schreib's mir doch mal in die Kommentare. Doch, mach mal. Wie würdest du in meiner Situation vorgehen? Mach mal, schreib mal rein. Flupp. Oh, Spitzhacke kaputt. So, auf jeden Fall sind wir... Ah, cool, jetzt haben wir hier unseren geheimen Strand. Dann können wir hier nämlich hoch. Zack. Da noch rein, da noch rein. Plopp. So. Gut, Freunde. Dann machen wir ein Folgenpäuschen. Würde ich sagen, die Zeit ist nämlich abgelaufen und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge beim Minecraft. Minecraft. Und ja, dann können wir mal versuchen, unser erstes Fundament hier zu setzen. Das da oben. Wir müssen ja noch mal gucken, ne? Schaufel. Da, Schaufel. Zack, ab in die Schaufel. Ah, okay, da können wir nicht weiter. Pack. Okay, warum jetzt da dieser eine Stein anders war? Hat das irgendeine Bewandtnis? Wohl offensichtlich nicht. Keine Ahnung. Na gut, Freunde. So, wir machen hier eine Folgenpause und sehen uns wieder in der nächsten Folge von Minecraft. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und zum anderen, falls du nichts verpassen willst, abonniere mich. Das ist kostenlos. Kannst du natürlich gerne tun. Würde ich mich drüber freuen. Und dann sehen wir uns wieder. Hinterlass einen Kommentar und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Minecraft. Bis dahin, danke. Ciao!